Marco Büchel, der zittern musste unten, der eigentlich schon fast damit rechnen musste, zumindest bis zur Anfahrt aus Bergkante, dass er doch noch von Position 1 verdrängt wird und das ausgerechnet von Hermann Mayer. Matthias Lanzinger. Mal schnell geschaut, ob Tobias Grünenfelder nicht hier irgendwie abgeworfen worden ist von der Piste. Er ist aber gar nicht gestartet. Deswegen ist Lanzinger mit der 25 schon der Nächste. Grünenfelder, der auch Rückenprobleme hatte. Und natürlich hofft, bei der Abfahrt der Schweizer dann morgen dabei zu sein. Lanzinger ist stark oben. Hat einen Tag frei gemacht gestern. Matthias Lanzinger, da vor 3 Tagen Super-G in Saalbach trainiert. Mittelhandbruch, ja, in St. Peaks im November. Hat sich eigentlich von dieser Verletzung noch nicht so richtig erholen können. Aber auch der schlägt sich äußerst wacker hier. Richtig gut. Sind ja alles. Das muss man ja auch in dieser Deutlichkeit so sagen. Außergewöhnliche Skisportler, die bei diesen Verhältnissen und diesen Schwierigkeitsgraden die Super-Gs und Abfahrten des Winters absolvieren. Ach, Marco Büchel. Und alle Kameras richten sich unten natürlich auf Hermann Mayer, der da im Ziel sitzt. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, was er gemacht hätte, wenn er gewonnen hätte.